Dachgeschoss ausbaut. Das kann durchaus sinnvoll sein. Jetzt kann man sagen, naja gut, ein Dachgeschoss ausbauen, ich möchte auch nicht 3 Bierkästen die Treppe hochtragen, wenn ich im 5. Stock wohne vielleicht. Aber wenn jetzt da schon ein Aufzug drinnen ist und der erschließt zum Beispiel die 3. Etage, man nutzt jetzt die Möglichkeit, weil man eben ja mehr Wohnungen brauchen, das Dachgeschoss noch nachträglich auszubauen, so entfällt jetzt die Nachrüstpflicht quasi. Weil man kann dann sagen, na gut, wenn da oben 1, 2 Wohnungen entstehen, wenn ich den Aufzug hochbringen müsste, würde ich vielleicht 20, 30, 40.000 Euro investieren müssen. Dann kann man vielleicht sagen, gut, die letzte Etage kann man trotzdem über die Treppe bewerkstelligen. Also das ist auch ein Punkt. Ein weiterer Punkt wäre der Artikel 46, der regelt ja, was ist konkret eine Wohnung. Und hier soll es jetzt dann auch eine Regelung zum Bestandsschutz geben, wenn man bereits vorhandene Aufenthaltsräume im Dachgeschoss nachträglich zu einer Wohnung ausbaut. Das sind ja Räume, da könnten Potenziale sein. Gerade im Dachgeschoss kennen wir oft, ist noch ein traditioneller Speicher, eine Fläche oder einfach ein Kaltdach. Und dort würde dann auch eben die Pflicht entfallen, dass man bestimmte Punkte nachweisen muss. Ja, die Verfahrensfreiheit von Bauvorhaben ist ein großes Thema. Das ist in Artikel 57 geregelt. Die Verfahrensfreiheit für Ladestationen für Elektrofahrzeuge zum Beispiel soll eingeführt werden. Das ist ja nur ein Tribut dessen, dass wir auf mehr Elektromobilität setzen und dass das eben dann verfahrensfrei ist. Ein weiterer Punkt ist die Verfahrensfreiheit des Dachgeschossausbaus. Da muss ich jetzt sagen, mache ich ein großes Fragezeichen, also vorausgesetzt natürlich, ist es in einem Innenbereich, wo bereits Baurecht besteht. Wenn man jetzt nachträglich verfahrensfrei ein Dachgeschoss ausbauen kann, da sehe ich jetzt ein großes Problem, nicht nur im Bereich der Standsicherheit. Es gibt ja auch Dachwerkskonstruktionen, die vielleicht erstmal zu prüfen sind, tragen die überhaupt? Aber viel schwerwiegender finde ich noch, dass an dieser Stelle es natürlich nicht immer sichergestellt ist, dass der Brandschutz passt. Gut, das kann man vielleicht noch schneller in den Griff kriegen. Aber wie sieht es denn mit dem zweiten baulichen Rettungsweg dann aus? Und wenn das verfahrensfrei ist, bedeutet es ja nichts weiter, als dass man das Dachgeschoss als Hausinhaber einfach zum Beispiel als Eigentümer ausbauen kann. Vielleicht im guten Glauben, weil man sagt, naja, ich habe da oben ja noch ein Potenzial, da investiere ich jetzt mal Geld, Zinsen bei der Bank kriege ich sowieso nicht. Und baue das Dachgeschoss aus, rufe mal meine Handwerker an, die sollen das machen, die ich so kenne. Und jetzt hat man im guten Glauben vielleicht eine Wohnung ausgebaut und irgendwann muss aber dann die Bauordnungsbehörde kommen und muss sagen, oh, wo ist denn hier dein zweiter baulicher Rettungsweg? Und dann hat man das vielleicht gar nicht berücksichtigt und hat jetzt blöderweise eine Dachgaube zum Innenhof nach hinten rausgebaut und nicht nach vorne, wo man dann vielleicht hätte einfach mit einer Leiter retten können. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das jetzt ausgerechnet verfahrensfrei zu stellen. Also ich bin für Dachgeschossausbau, da haben wir große Potenziale, gerade in den angespannten Miet- und Immobilienmärkten. Aber das verfahrensfrei zu stellen, das finde ich tatsächlich schwierig. Also man kann das ja machen, aber dann bitte bei Standsicherheitsnachweis und auch, wenn man den zweiten baulichen Rettungsweg auch nachweisen kann. Der Artikel 68 regelt das Thema Baugenehmigung. Das ist jetzt auch ein sehr spannender Punkt. Hier soll eine sogenannte Genehmigungsfiktion erfolgen. Genehmigungsfiktion klingt ja vielleicht erstmal ein bisschen schräg, vielleicht ist es auch innovativ. Können wir vielleicht ein bisschen an Digitalisierungsgrad noch zulegen, dann würden wir uns vielleicht alle insgesamt leichter tun in der Bau- und Immobilienbranche. Die Genehmigungsfiktion stellt sich die Staatsregierung aktuell so vor, es gibt eine 3-Wochen-Frist. Bis zu dieser 3-Wochen-Frist reicht seinen Bauantrag ein. Und jetzt beginnt eine Frist von 3 Wochen, wo die Baubehörde prüft, sind die Unterlagen vollständig. Sind die Unterlagen vollständig, wird es eben nachgewiesen, die Unterlagen sind vollständig. Und dann beginnt ein 3-Monats-Zeitraum. Und wenn man innerhalb von 3 Monaten nichts hört, dann gilt das ganze Bauvorhaben als genehmigt. Das klingt ja erstmal als Traum für jeden Architekten. Wir machen natürlich grundsätzlich immer alles richtig. Aber es kann natürlich auch mal vorkommen, dass man vielleicht sein Lärmgutachten vergessen hat, vorher einzureichen, dass vielleicht der Naturschutz nicht beteiligt ist. Vielleicht hat man mit den Nachbarn nicht gesprochen, hat noch einer was dagegen. Und das ist dann natürlich insgesamt sehr schwierig. Jetzt bin ich ein großer Fan davon, dass man ein solches Instrument einführt. Ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche geführt mit der Bauindustrie, mit den Handwerkern, mit den Verbänden, aber eben auch mit Baubehörden. Und wenn man mal so den einen oder anderen Bauamtsleiter befragt, dann sagt er nicht nur in der vorgehaltenen Hand, sondern auch manchmal relativ laut,
Naja, Herr Körber, wie soll ich das denn machen? Innerhalb von 3 Wochen, bis ich alle Ämter beteiligt habe, das ist nahezu illusorisch. Was macht dann eine Baubehörde? Man kann jetzt ja nicht einfach sagen, es ist vollständig, wenn man es nicht prüfen kann. Der ein oder andere wird immer irgendeine Unterschrift finden, die vielleicht gerade vergessen worden ist. Der ein oder andere wird immer etwas finden, wo man noch einen Prüfbericht braucht, ob das dann bei der Statik ist, ob das dann beim Brandschutznachweis ist. Vielleicht findet man in irgendeinem Busch doch noch das ein oder andere Getier. Also das ist ganz, ganz schwierig, das innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, sicherzustellen. Ich würde das Ganze vorschlagen, zu erhöhen auf 6 Wochen, aber dann ganz verbindliche, harte Frist. Nach 6 Wochen muss federführendes Bauordnungsamt alle Ämter beteiligt haben, etwa auch zum Beispiel Denkmalschutz, wenn die Belange berücksichtigt werden müssen. Das Denkmalamt, Landesamt für Denkmalpflege, hat ja immer so Sprechtage. Und der ist halt bei einer Behörde manchmal auch nur einmal im Monat in einer kleineren Stadt wie bei mir in Forchheim. Da ist halt nur einmal im Monat ein Termin. Ist ja auch normalerweise völlig gangbar. Da kann man dann alle Termine auf einmal abarbeiten. Ist ja effizient, macht ja Sinn. Wenn es jetzt aber blöd läuft, dann ist man schon mit 3 Wochen gar nicht in diesem Bereich vom 4-Wochen-Turnus, vielleicht vom Denkmalpflegesprechtag drinnen. Und es darf ja auch mal irgendwo ein Mitarbeiter krank sein und dann kann halt etwas nicht abschließend geklärt werden. Und das ist jetzt so ein Thema, wo ich sage, bei 6 Wochen verbindlicher Prüfung und dann aber auch wirklich Schluss. Das heißt, wenn in Woche 7 noch irgendwas aufkommt, dann ist Schluss. Dann ist der Einspruch verwirkt, das ist eine verbindliche Frist und dann beginnt die Genehmigungsfiktion sofort. Das wäre mein Vorschlag, wo man, glaube ich, mit diesen paar Wochen einfach auch einen fairen Interessenausgleich hinbekommt zwischen unseren, aus meiner Sicht manchmal sehr überforderten Behörden vor Ort. Da wurde halt auch über die Jahrzehnte fleißig Personal ausgedünnt, obwohl wir immer mehr bauen in den letzten 10 Jahren. Es geht vielleicht noch ein bisschen auf Verwaltungsreform Stoiber sogar zurück. Das ist natürlich ein kleines Problem, was wir da haben. Und deswegen würde ich dafür eine andere Fristigkeit plädieren. So, was haben wir noch? Wir haben dann noch das Thema Typengenehmigungen. Es wird eine Typengenehmigung eingeführt. Das kann man sagen, ist ja durchaus positiv. Wenn man eben seriell auch Bauteile produzieren kann und die sind einmal zugelassen, kann man sie auch immer weiter verwenden, ob das eine Fertiggarage ist oder irgendwas anderes. Und natürlich auch, wenn man dann seriell baut, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in irgendeinem Gartenstadtbereich Zeilenbauten hat, wo eben Mehrfamilienhäuser gebaut sind. Und ich bin selber zu Hause Aufsichtsrat in der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Und wir müssen dann ja auch mal nachverdichten, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, gerade wenn man diesen sozialen Auftrag in so Gesellschaften ja hat. Und dann kann man dort ein Gebäude mit 6 oder 8 Wohneinheiten bauen und dann vielleicht wieder aufs nächste Grundstück das Gleiche und braucht eben nicht nochmal eine neue Genehmigung dafür. Das macht sicherlich ja auch Sinn. Wird jetzt ja auch nicht so oft vorkommen, sage ich mal, in der Realität. Das war dieser Themenblock, die digitale Baugenehmigung. Ja, es ist schön, wenn wir auch mal im Text korrigieren, dass man fortan nicht mehr nur schriftlich, also in Papier, und wir kennen ja die Bauplanmappen, das sind ja nicht so niedliche Mappen, das wäre ja schön, sondern das sind irgendwelche Ordner noch dabei mit allen möglichen, mit der Statik, mit dem Brandschutznachweis, mit Prüfgutachten. Also wenn ich für große Bauvorhaben immer zur Baubehörde gegangen bin, bin ich meistens mit einer Kiste gekommen. Das sollte vielleicht nicht unbedingt der Fall sein. Das ist ja auch nicht nur Verschwendung von Ressource Papier, sondern eben ja auch mühselig, das dann alles durchzugehen. Ziel wäre aus meiner Sicht, dass man da wirklich mal alles voll digital auch einreichen kann. Am besten schon mit dem Thema BIM abgearbeitet, dass man auch einen digitalen Zwilling sich gemeinsam mit der Baubehörde anschauen kann und dann auch dort vielleicht sagt, Mensch, wenn wir das jetzt aber noch einen Meter darüber verschieben, Sie sehen dann hier die Verschattung, das wäre doch schöner und dann ist der Nachbar auch zufrieden. Das ist etwas, dass jetzt überhaupt diese Ermächtigung geschaffen wird. Das finde ich ja schon mal positiv, dass es dann zukünftig digital zumindest möglich ist. Jetzt habe ich abschließend noch einen Punkt. Das sind die örtlichen Bauvorschriften. Es werden erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten für die Gemeinden eingeräumt, was die Stellplatzpflicht angeht. Das finde ich grundsätzlich gut, aber die Stellplatzsatzungen werden ja meistens einfach auch mit Verweis auf die Landesebene übernommen. Und da müssen wir durchaus auch vielleicht Fragezeichen setzen, ob wir wirklich für jedes Haus in der Großstadt hier in München zum Beispiel riesige Stellplatzschlüssel anwenden müssen, weil es hat vielleicht nicht jeder Student ein Auto, es hat vielleicht nicht jeder, der in der Großstadt wohnt und arbeitet, ein Auto. Die älter werdende Gesellschaft hat vielleicht in der Großstadt weniger ein Auto wie im ländlichen Raum, da kann man dann Abweichungen treffen, aber ich glaube so ganz ist nur zu sagen, das soll die Kommune regeln, ohne eine Änderung auf der Landesebene in der Mustersatzung, wäre durchaus schwierig.
Gut, das Thema auch, wir kennen dieses Schlagwort Steingärten, auch da wird es dann eine Möglichkeit geben, dass das dann einfacher von den Gemeinden durch eine Satzung festgelegt wird. Vielleicht noch abschließend, wie bewerte ich das Ganze? Also da ist einiges dabei, was es ein bisschen einfacher macht, vielleicht ein bisschen schneller. Ich glaube, man muss da noch Korrekturen machen. Für mich ist der größte Fehler, der aktuell in der Bayerischen Bauordnung noch vorhanden ist, leider, dass das Ganze aber nicht wesentlich kostengünstiger wird. Weil bei allen Themen um Baulandknappheit, die wir natürlich haben, bei allen Fragen, die wir jetzt durch die Bauordnungsnovelle anschieben können, ist natürlich immer noch ein sehr großes Problem. Wie wird das Bauen schon bezahlbarer? Wie wird das günstiger? Und das sind halt alle Themen relevant, vom Brandschutz über Lärm, Emissionsgutachten, die Stellplatzschlüssel, Barrierefreiheit müssen wir auch überlegen, wie barrierefrei muss wirklich die letzte Wohnung voll barrierefrei sein. Das sind viele Themen, die das Bauen schlicht und ergreifend nachweislich teurer machen. Und da muss man jetzt ja auch vor allen Dingen die Unternehmen im Blick haben, wo jetzt zum Beispiel auch ich vor Ort Aufsichtsrat bin, kommunale Wohnungsbaugesellschaft, Genossenschaften, kirchliche Wohnungsbauunternehmen, die sich ja auch um die Wohnungen kümmern und um die Mieter und für die Wohnraum bauen und schaffen, die vielleicht es schwerer haben, sich mit Wohnungen zu versorgen, weil sie vielleicht ein niedrigeres Einkommen etwa auch haben. Und gerade da müsste man ja auch die Kosten runterbringen, weil ob jetzt irgendeine Penthouse-Wohnung hier in München irgendwo an der kleinen Kostenschraube gedreht wird, ist wahrscheinlich für den Mieter oder Käufer dann am Schluss nicht so entscheidend. Aber da müssen wir auch gerade diese kleineren Wohnungsbaugesellschaften, also nicht nur kleinere, sondern eben auch die Wohnungsbaugesellschaften, die auch größer sein können in großen Städten natürlich, die sich um kommunale, soziale und geförderten Wohnungsbau auch kümmern. Das war mal so ein bisschen jetzt der Stand zu dieser Novelle der Bayerischen Bauordnung und deswegen bezeichne ich sie auch nur leider als ein Novellchen, weil da geht noch deutlich mehr. Ja, Sebastian, ich danke dir für diese kurze Vorstellung. Es waren ja doch relativ viele Punkte. Ich sehe, du wirst uns noch was zum Zeitplan des Gesetzesbeschlusses kurz sagen. Ja, sehr gerne. Also vielleicht auch mal ganz interessant, wie passiert denn jetzt so eine Novelle? Wie lange dauert das? Geht es so von heute auf morgen, dann ist es erledigt? So ist es leider nicht. Es gab ja im Oktober 2018 eine Landtagswahl. Im Januar wurde dann vom damaligen Bauminister Hans Reichert verkündet, dass es eine Novellierung der Bayerischen Bauordnung gibt. Das ist ja positiv, das ist auch Teil des Koalitionsvertrags gewesen. Es gab dann im September des gleichen Jahres, also letztes Jahr, einen Wohnungsgipfel. Wohnungsgipfel heißt, das hat die Staatsregierung veranstaltet. Und wir haben dann einen Monat später im Oktober eine eben solche Expertenanhörung im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr im Landtag durchgeführt. Die erste Fassung wurde dann im Dezember 2019 fertiggestellt. Und da beginnt jetzt dann, das ist in so einem Gesetzesverfahren vorgeschrieben, eine sogenannte Verbandsanhörung, wo dann die Verbände, wie zum Beispiel der Städte- und Gemeindetag, Landkreistag, beteiligt werden. Das hat stattgefunden im Januar 2020. Und eben der Gesetzesentwurf wurde im Juni 2020 fertiggestellt. Dann wird er dem Parlament quasi übermittelt. Und dann findet die sogenannte erste Lesung statt. Die war im August 2020. Das heißt, im Plenum des Bayerischen Landtags bringt die Ministerin, ist ja jetzt Frau Schreyer, Hans Reichert ist ja nicht mehr Bauminister, sondern jetzt Landrat geworden, was er präferiert hat. Und jetzt haben wir eine neue Ministerin, Frau Schreyer, die vormalige Sozialministerin. Sie ist jetzt die Bauministerin. Und sie hat das Gesetz dann in den Landtag eingebracht. Da wird dann eben allgemein dazu diskutiert. Die Parteien sprechen sich dazu aus. Und ab diesem Zeitpunkt können jetzt ja quasi, jetzt liegt der Gesetzestext vor, Änderungsanträge gestellt werden. Das wird jetzt dann im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr behandelt werden, Ende dieses Monats. Und dann kann man Änderungsanträge dort diskutieren. Das heißt, dann geht es im Ausschuss wieder etwas fachlicher zu. Also dann reden wir genau über diese einzelnen Artikel und die Änderungsmöglichkeiten und die Vorschläge der einzelnen Parteien. Da wird auch jeder Vorschläge machen. Wir haben Stand heute, glaube ich, 22 Änderungsvorschläge. Und dann geht es in die sogenannte zweite Lesung, das heißt, es geht zurück ins Parlament, dann wird noch einmal darüber diskutiert und dann findet die letzte Lesung statt, was dann nochmal formal darin besteht, dass man aufsteht als Abgeordneter und dann ist das Gesetz, wenn es eine Mehrheit findet,
angenommen. Das war mal so ein bisschen das Verfahren, wie generell eingesetzt und jetzt eben im Speziellen die für uns als Architekten, Ingenieure relevante bayerische Bauordnung diskutiert, besprochen und dann ins Verfahren kommt. Und irgendwann kennt dann jeder die kleinen dünnen Blättchen, die wir dann in unserem Simon Busse Kommentar auswechseln dürfen. Okay, danke dir, Sebastian, für den Input. Auch wir von Architects for Future haben uns natürlich noch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Vorab möchte ich aber noch eine kleine Umfrage pluggen, die von Architects for Future zum Thema Bauen im Bestand durchgeführt wird, was ja auch ein ganz wesentlicher Inhalt dieser Beibo-Novelle sein wird. Der Link dazu kommt jetzt gleich in die Kommentare von unserer Livestream-Seite. Und damit möchte ich übergeben an die Hermine und den Falco, die jetzt mit dem Sebastian noch über die inhaltlichen Punkte diskutieren werden. Und an dieser Stelle nochmal der Aufruf an euch alle Zuschauer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Beschwerden habt an den Sebastian, inhaltlich, sonstiger Natur, bitte schickt sie in die Kommentare, dann werde ich das sammeln und an geeigneter Stelle einbringen. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Und die beiden werden sich natürlich auch gleich noch vorstellen. Hermine, fängst du an? Gut, fange ich an. Ich bin Hermine Hitzler, ich bin Physikerin, also Quereinsteigerin in Bau. Ich habe da nur familiäre Wurzeln. Ich berate zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, unter anderem als freiberufliche Beraterin an der BEN bei der Bayerischen Architektenkammer, und ich bin an der Kontrollstelle NF bei der Bayerischen Ingenieurekammer Bau und kontrolliere Energieausweise. Genau, ich bin Falco Kühnel, Architekt, Selbstständiger, und beschäftige mich schon seit Längerem mit dem Thema Cradle to Cradle und eben der Kreislaufwirtschaft im Bau, und bin da über das München 2020 auch auf die C2C-Gruppe und eben Architects for Future aufmerksam geworden, und so bin ich jetzt hier gelandet. Genau. Ja, ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Erstmal vielen Dank für den Vortrag und für den Input. Ich denke, da waren sehr viele Punkte dabei, die auch wir interessant finden und auch unterstützenswert finden. Einer der wichtigsten Punkte gleich zu Anfang, der quasi sich dann durch alles durchziehen wird und quasi auch alle Punkte im Bau beeinträchtigt, ist das Thema Digitalisierung. Wir merken es auch jetzt hier, dass wir eben nicht vor dem Publikum sitzen, sondern vor zwei Kameras. Und du hattest es ja auch gesagt, das Thema BIM ist im Bau angekommen. Da gibt es den BIM-Erlass von 2017. Wir sprechen von einer digitalen Baustelle, vom papierlosen Büro, und trotzdem laufen wir mit Kisten zu Baurechtsbehörden und warten, dass ein Planplotter frei wird zum Kopieren. Und das ist weder zeitgemäß noch effizient. Und ich denke, mit diesem Thema, dem digitalen Bauantrag, können viele Punkte, Probleme, die eben im Bau auftreten, geklärt werden oder zumindest vereinfacht werden. Da gibt es die Chancen der Entlastung der Baubehörden auf jeden Fall, die wir darin sehen, die dann natürlich dazu führt, dass die Verfahren schneller werden, ich kann durch einen schnelleren Bauantrag kann ich auch zügiger dann quasi in den Bau kommen, was auch wieder ein Kostenfaktor ist. Und nicht zuletzt ist ein digitaler Bauantrag ja auch mit Daten verbunden, die jetzt in irgendwelchen Archiven stehen. Und diese Daten sehen wir eigentlich gerne genutzt, zum Beispiel für eine automatisierte Vorprüfung, dass eben genau dieses Thema, dass diese 3 oder 6 Wochen Fristen zustande kommen müssen. Das könnte man gegebenenfalls auch automatisieren, also langfristig gedacht. Ähnlich, wenn ich jetzt irgendwo eine Datei zum Drucken hochlade, dann gibt es da auch
Filter und Systeme, die mir sagen, okay, ich habe alles vollständig hochgeladen oder nicht. Das wäre jetzt so der idealtypische Fall für uns. Und dann im zweiten Schritt natürlich kann ich die Daten auch weiterverarbeiten, wenn ich sie im System genutzt habe. Da kommen dann die Themen meines Materialpasses auf, da kommen wir vielleicht später noch drauf ein, aber auch gerade die Energienachweise, die dann eben, also im ganzheitlichen Bau betrachtet, jetzt eher stiefmütterlich behandelt werden zukünftig und da vielleicht dann auch Daten in der Datenverarbeitung gleich mit berücksichtigt werden. Ja, genau, da würde ich gerne einhaken. Das ist so ein Lieblingsthema von mir. Ich habe mit etwas Erstaunen gesehen, dass die energetischen Nachweise in Bayern überhaupt nicht mehr kontrolliert werden sollen. Das finde ich sehr schade. Die Stichprobenkontrolle von Energieausweisen bleibt, aber das ist ja erst nach Fertigstellung des Gebäudes. Wir hätten mit der, also mit dem Drübergucken auf energetische Nachweise die Möglichkeit im Vorfeld die energetische Performance und vielleicht auch eine ressourcentechnische Performance von dem Gebäude etwas zu beurteilen und da auch noch ein bisschen zu steuern, beratend einzugreifen. Das ist eine Frage auch der Digitalisierung mit, weil ich weiß jetzt eben aus meinem beruflichen Umfeld, die Stichprobenkontrolle funktioniert schon ziemlich automatisch, das heißt Algorithmen existieren. Hier eine Verknüpfung zu schaffen in diesem Feld der Digitalisierung, dass das einfach alles deutlich effizienter läuft und dann nicht solche wichtigen Sachen unter den Tisch fallen, das fände ich sehr charmant. Und was ich mir gerade noch notiert habe, was mir heute auf dem Schreibtisch lief, es gibt ein Registermodernisierungsgesetz oder irgendwie einen Entwurf dazu. Hier auch, das fiel mir jetzt gerade ein, als du nochmal so die ganzen Abläufe, da auch einzugreifen, wenn ich überlege, was es für uns für eine Arbeit macht, teilweise auch Kataster und was es alles dazugehört, das alles nochmal einzeln händisch nachzuprüfen. Also da wäre ein Riesenpotenzial für die Digitalisierung. Und dann natürlich mit BIM, also mich stört das schon ziemlich, wir reden über BIM, aber es geht irgendwie nicht so richtig vorwärts und wir hätten da halt schon auch die Möglichkeit, dass wir im großen Paket eben die ganzen Materialgeschichten noch mit reinnehmen würden und hätten dann auch sicherlich eine sehr effizient, also könnten zumindest je nach Abstufung von Bauverfahren eine Priorisierung ausarbeiten, wo wir also manche Sachen, die es eben verdienen, dass man die schnell behandelt, auch tatsächlich schneller behandeln könnten, aber kompliziertere Sachen, die jetzt auch wirklich eine Bürgerbeteiligung bräuchten oder nochmal eine Nachfrage bräuchten, dass man die dann auch aussortiert und denen die entsprechende Gewichtung gibt. Also das ist auch ein guter Punkt, weil ich glaube, wenn man nämlich die Fristen jetzt, um da gleich dabei zu bleiben, von 3 auf 6 Wochen erhöht, dann hat ja auch sowohl die kleine Baubehörde vor Ort, die 3 Mitarbeiter hat, die gleichen Chancen wie vielleicht eine große Stadt wie Nürnberg oder Augsburg oder München, für sich die Prioritäten draufzulegen. Und sind wir da mal ehrlich, wenn es darum geht, irgendwo eine Dachgaube wo einzubauen, die einfach eine Abweichung eines Bebauungsplans darstellt, wenn die dann am Ende des Tages 10 Zentimeter links oder rechts, weil die Balkenlage nicht angeguckt worden ist, größer oder kleiner ist, da ist der Schaden, finde ich, überschaubarer, in Anführungszeichen bitte, wie wenn man dann nicht über die gestalterische Qualität eines neuen Bauquartiers mit ein paar hundert Wohnungen spricht, um eben da vielleicht mal zu gucken, wie kann man da energetisch mal vorbildlich etwas machen oder was geht da noch. Das wäre ein Punkt, was ja da eine Chance wäre, würde man diese Fristen ein Stückchen nochmal erhöhen. Ne, das würde ja auch gerade den Bauämtern aus meiner Sicht helfen, weil meine Rückmeldungen waren jetzt 3 Wochen ist zu wenig. Und vielleicht einen zweiten Punkt noch aufzugreifen, Digitalisierung. Wenn man mit den Bauordnungsbehörden spricht, dann findet man schnell heraus, dass ja da jeder schon eine eigene Software hat, geschweige denn die notwendige Hardware, um vielleicht mal überhaupt irgendwo einen großen Präsentationsbildschirm zu haben, um sich gemeinsam jetzt nur mal ein PDF-Dokument anzugucken. Ich will jetzt nicht dafür werben, dass PDF schon digital ist, das wäre ja Unsinn, ne, sowas zu denken. Aber bis wir da mal überhaupt weiterkommen, sehen wir, dass wir jetzt überhaupt mal das Wort digital reinschreiben, das ist ja schon eigentlich verrückt oder skandalös fast, dass wir da nicht schon weiter sind. Und da macht sowohl die Bundesregierung wie auch der Freistaat halt nicht die Hausaufgaben, dass man eben die BIM, ist ja angesprochen worden, eigentlich sollte ja gerade der Freistaat auch mit seinem größten Auftraggeber in Bayern ist nun mal der Freistaat, für allen, für Tiefbau und Hochbau, vom Volumen und von den Projekten,
da sollte man vielleicht auch mal den BIM-Standard einführen, dass man mal zeigt, das geht und es funktioniert ja auch. Ich habe mir erst gestern hier in München ein Startup, Campo heißt die Firma, angeguckt, die eine App, eine Software jetzt entwickelt haben, wo man auf der Baustelle digital Mängelmanagement zum Beispiel auch machen kann. Man macht ein Foto, habe mich selber, muss ich zugeben, sehr begeistert. Ich habe mir es auch angeguckt, wie das funktioniert. Da sind die ganzen Chancen, die wir haben, übrigens auch vielleicht mal wieder weltweit für deutsche Architekt- und Ingenieursleistungen werben zu können. Also das heißt, da wäre dann, das wäre dann so eine Art Qualitätsprüfung und zwar im laufenden Prozess. Das würde ja insgesamt wirklich auch nicht schaden. Und da denke ich mal, ich hatte in deiner Präsentation die Anforderungen von der Staatsregierung, warum es diese Novelle überhaupt gibt, waren schneller, kostengünstiger und einfacher. Da würden wir ja mit einer vernünftigen Digitalisierung wirklich diese drei Punkte, alle drei, bearbeiten können und auch das Thema kostengünstiger, denn wenn wir eine Qualitätskontrolle etwas konsequenter einführen würden, ich denke an diese ganzen Baumängelgeschichten und auch eben diese Tatsache, dass permanent Budgets überschritten werden und solche Sachen, wenn wir da rechtzeitig vernünftig eingreifen könnten, also dann wäre das ja, könnte sich das zum durchschlagenden Erfolg entwickeln. Also genau, vielleicht dazu ist ein sehr guter Punkt und auch wieder ein sehr guter Punkt, der das, die ganze Problematik, finde ich, zur Schau stellt und woran man es festmachen kann. Da, ich sag mal, in der im privatwirtschaftlichen Bereich, was der Bau dann oder die Abwicklung des Baus ja letzten Endes ist, gibt es eben diese Tools, Werkzeuge, dass ich mit meinem Tablet auf der Baustelle laufen kann. Und die Praxis wird ja gelebt von vielen Firmen, vom freiberuflichen Architekten bis zu dem Großen im Baumanagement in Deutschland. Da gibt es auch Tools aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz. Aber genau die genau dieser Kontrast ist ja bezeichnend, dass ich in den Behörden leider nicht die Möglichkeit habe, mir eine PDF anzuschauen. Und da muss auch dringend aus unserer Sicht nachgelegt werden, würde ich vielleicht auch gleich anknüpfen nach dem Thema Energie. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, ist das Thema Materialpass, der uns auch sehr am Herzen liegt, der Status quo nur sehr, sehr schwierig umzusetzen wäre. Der wäre auf jeden Fall mit Ordnerwänden und zusätzlichen Archiven verbunden und eigentlich nicht umsetzbar. Im Zuge der Digitalisierung wäre es aber möglich, ich würde Daten erstellen und auch verarbeiten können. Da kommen gerade im Thema der Kreislaufwirtschaft, fallen dann Begriffe wie Urban Mining. Ich habe sehr viele Ressourcen gebunden in Gebäuden, von denen ich aktuell weder weiß, noch sie nutzbar machen kann. Insofern war das große Thema der Digitalisierung im Baurecht oder auf Behördenseite, wie eingangs gesagt, ein wichtiges, übergreifendes. Da wäre einfach die Frage, wir haben jetzt das Thema des Materialpasses und der Ressourcenerfassung, sage ich jetzt mal, leider noch nirgends wirklich erwähnt gesehen. Und das ist auch ein Thema, was uns wirklich dann auch fehlt. Also der Bereich des also generell der ganze Material, überhaupt der Einsatz, also wir müssen ja mal die ganze Wertschöpfungskette Cradle genau. to Cradle anschauen. Das wäre, glaube ich, mal wichtig, so schon zu beginnen, schon alleine, um wirklich ein Bauprodukt am Ende des Tages wirklich bewerten zu können. Ich nehme jetzt mal so für mich immer so das Anti-Beispiel, das ist für mich Gebäudedämmung an der Außenfassade, die aus Polystyrol, aus Styropor besteht. Auf einem Quadratmeter, wenn der 16 cm stark ist, sind da 4,5 Liter Heizöl drinnen, 4,5, ja, Rohöl drinnen. Und jetzt kann man sagen, gut, dieses Produkt spart ja in seinem Lebenszyklus gewisse Energie ein. Das ist ja unbestritten, trägt dazu bei. Die Gebäudehülle, die Expertin dafür sitzt hier zwischen uns. Aber am Schluss ist es ja dann auch wieder am Ende des Tages Sondermüll und muss entsorgt werden, wenn es mit Putz verbunden ist. Dann ist es nämlich teurer Sondermüll. Wir haben es bei uns im Kreistag, ist es mittlerweile, glaube ich, wir haben es vervierfacht, die Gebühren dafür, weil es so teuer ist, es als Sondermüll zu entsorgen. Jetzt kann man sich fragen, ist das wirklich sinnvoll? Deswegen bin ich da voll dabei, dass man am Anfang die Hausaufgaben machen muss. Was bringt da was? Was hat welche Einsparung? Und das, also ich
es ist ja nicht mein Gesetzesentwurf, sonst sieht er ja anders aus, definitiv anders aus. Aber wir haben auch Änderungsanträge, wo wir überhaupt mal das Cradle-to-Cradle-Prinzip mal sprachlich in diese Bauordnung hineinbringen wollen, damit man darüber nachdenkt. Man muss ja immer ein bisschen differenzieren noch zwischen Neubau und Bestand natürlich. Aber gerade im Neubau könnten wir viel mehr schon jetzt uns damit befassen und auch BIM, ich glaube, viele haben davor auch ein bisschen Angst vielleicht, aber es würde ja auch allen helfen, wenn man versteht, dass auch der Handwerker vielleicht seine Mängel schneller beseitigen kann, der Hausverwalter am Ende des Tages weiß in großen Wohnungsanlagen, wie viele Fenster sind da vielleicht bald fällig, kann ich gleich mehr bestellen, ist dann sogar effizienter oder wirtschaftlicher am Ende des Tages. Und man könnte mit der Digitalisierung und mit BIM als letzter Satz dazu gerade auch nachhaltiger auf Cradle-to-Cradle basierend bauen aus meiner Sicht. Absolut, vielleicht jetzt ein Punkt weiter, um einen Punkt weiter zu gehen. Gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung steht auch das Thema der Genehmigungsfiktion. Letzten Endes ist diese ja, oder der, andersrum, der Sinn dieser Genehmigungsfiktion liegt ja darin, um das Verfahren um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, beziehungsweise in dem Sinne nicht mehr zwingend erforderlich zu machen. Da haben wir eben die große Sorge, dass da die Qualität der Planung und die Qualität des Baus natürlich in letzter Instanz darunter leidet und sehen das eher kritisch, einfach aus dem Grund, weil wir eben mit den eben besprochenen Themen andere Möglichkeiten sehen, um den Bauprozess zu vereinfachen oder das Verfahren zu vereinfachen. Und ich glaube, ob wir jetzt über 3 Wochen oder 4 Wochen Prüffrist reden, steht eben kein Verhältnis dazu, dass dann auf Schreibtischen von Mitarbeitern der Behörden sich die Papiertürme stapeln, und ich denke, da wäre eher der richtige Ansatz anzugreifen. Und wir hatten es auch diese Woche nochmal diskutiert. Dadurch sehen wir auch so ein bisschen dieses Vier-Augen-Prinzip in Gefahr. Ich gebe eine Verantwortung ab in einer Frist von 3, 4, 6 Wochen, wie auch immer, und habe dann als Architekt haftig genug, sage ich jetzt mal, und Status quo habe ich wenigstens noch eine Genehmigung, die mir vorliegt, und die habe ich dann nur als Genehmigungsfiktion in einem Paragraphen dargestellt, aber wirklich eine de facto Baugenehmigung, im Idealfall, die mir dann digital vorliegt, die habe ich eben nicht. Und da sehen wir wirklich auch eine Schwierigkeit in der Qualität dann der Planung. Wäre einfach die Frage, ob das wirklich so einen großen Vorteil dann bringt, diese Genehmigungsfiktion, dass ich wirklich dadurch so viel einspare im Planungsprozess, oder ob das wirklich... Na, ich denke jetzt mal, wenn man die Digitalisierungsprozesse, das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, wenn man das einigermaßen konsequent umsetzen würde, dann würden wir uns ja auch so viel Zeit sparen, dass wir hier automatisch in einen unkritischen Bereich kommen. Also ich denke mal, gerade dieser Punkt wäre noch ein Punkt, um die Digitalisierung wirklich auch voranzutreiben. Es hängt und steht und fällt natürlich immer auch mit der Behörde vor Ort. Also meine Erfahrung jetzt die letzten 15 Jahre aus meiner Tätigkeit, und ich habe in verschiedenen großen Städten schon Bauanträge eingereicht und daran mitgearbeitet oder an sehr großen Projekten mit ein paar hundert Wohneinheiten und auch sehr kleine Bauvorhaben. Es steht und fällt halt immer auch mit der Behörde vor Ort. Und ich glaube, oder ich habe das immer so gehandhabt, gerade wenn es ums Baurecht dann auch geht, vorher mit der Behörde zu sprechen, vorher alles zu klären. Das sollte ein Architekt ja auch tun, zu gucken, wie ist das Umfeld, wo gibt es vielleicht mögliche Störungen, Naturschutz, Lärm etc. Das, glaube ich, ist ganz besonders wichtig. Und dann ja auch mit der Behörde zusammen vielleicht zu entwickeln, gerade wenn man ein größeres Quartier oder irgendwas, ein größeres Bauvorhaben plant, macht es vielleicht Sinn, dass man da irgendwie an die Platzgestaltung nochmal herangeht? Braucht man vielleicht noch einen Freiflächenplan? Kann man eine öffentliche Fläche mit einbeziehen und macht einen größeren kleinen Park oder so dazu, Stellplätze nachzuweisen? Gibt es da eine Möglichkeit? Brauchen wir da, wo ist die Tiefgaragenabfahrt? Ich glaube, da kann man viel im Gespräch und im Dialog lösen, und da sehe ich dann eher irgendwo das Vier-Augen-Prinzip, dass man vorher schon mit der Behörde spricht, weil am Schluss geht es ja dann schon um den formellen Akt. Ich bin jetzt fertig, das ist der Entwurf gewesen, den bringe ich jetzt, den mache ich zum Bauantrag, so soll es eingegeben werden. Und dann geht es jetzt ja um die Prüfungen, und das sehe ich entkoppelt davon. Also die Sorge teile ich jetzt nicht ganz so stark, weil es ja auch sehr spezifisch ist, nicht nur
es hängt ja auch an uns, es hängt an unserer Qualität natürlich auch, aber auch dann an der Behörde vor Ort. Da geht es ja wirklich nur darum, dass man da mal verbindliche Fristen auch setzt. Und ich glaube, 6 Wochen Zeit zu geben, um zu prüfen, ist das jetzt vollständig, was vorliegt? Da soll ich ja eigentlich idealerweise nicht mehr drüber sprechen. Schiebt mir das jetzt noch 2 Meter nach links oder rechts, dieses Gebäudchen? Das sollte ja vorher erledigt gewesen sein. So wäre jetzt halt meine Vorstellung auch davon. Dann, glaube ich, kann man das ein bisschen, die Sorge vielleicht etwas zurückstellen, hoffe ich. Da würde ich jetzt gerne reingrätschen, außer der Michael hat noch was Dringenderes. Ich würde demnächst mal kurz auf die Fragen aus dem Chat eingehen, weil da mittlerweile einige eingetrudelt sind. Aber mach erstmal deinen Punkt. Ich hätte jetzt noch mal gesagt, das Stichwort Cradle to Cradle war für mich auch ein ganz wesentliches und Thema Vier-Augen-Prinzip und eben diese ganzen Dinge, die in dem Zusammenhang auch mit der Behörde zu klären sind. Meine Erfahrung ist, dass die Behörden teilweise personell nicht so wahnsinnig gut besetzt sind, dass die alle so lange Zeit haben, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und wir hatten auch, also jetzt springe ich wirklich ganz wild rum in unseren Themen, wir hatten auch das Thema Dachausbau beispielsweise genehmigungsfrei. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, dass es doch ein paar solche Punkte gibt, wo man, wie das im neuen Gebäudeenergiegesetz beispielsweise für im Zusammenhang mit Energieausweisen festgeschrieben ist, diese verbindliche Beratung, dass man sowas hier auch machen könnte, dass man beispielsweise für einen Dachausbau oder auch wenn es um Quartierskonzepte oder eben Sachen geht, die eine Vorbereitung bedürfen, dass man da eine Beratung vorschreibt, beispielsweise die Architektenkammer bietet hier einiges an, es gibt sowieso die Beratungsstelle Barrierefreiheit, es gibt die Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, dass so ein vorgeschalteter Beratungsvorgang eben auch nochmal den ganzen Prozess ein bisschen effizienter machen könnte und auch besser vorbereitet dann für die Behörden selber. Also vielleicht 2 Sätze dazu. Man kann ja Gebäudeklasse 1 und 2 zum Beispiel bei Dachgeschossausbau vielleicht auch guten Gewissens gar ganz rausnehmen, weil wenn es halt Ein- und Zweifamilienhäuser sind, wo man das Dach noch ausbaut, ist es einfacher. Aber ich würde jetzt ungern anfangen, immer mehr verpflichtende, vorgeschaltete Dinge zu implementieren, weil ich glaube da schon im guten Glauben dran, dass man das ja ohnehin macht. Ne? Also dass man, ich kenne gute Behörden und vielleicht weniger gute Behörden. Es steht und fällt halt schon auch mit denen, die das Baurecht geben und das ist die Behörde vor Ort. Und da kann ich von der Landesgesetzgebungsseite halt schlecht eingreifen. Das waren jetzt 3 Sätze. Okay. Danke. Wir haben jetzt relativ ausführlich über den Themenkomplex Genehmigungsprozess, Behörde, Digitalisierung gesprochen. Ich würde jetzt kurz noch ein paar Kommentare zu dem Thema eingehen. Dann könnt ihr da noch kurz Rückmeldung zu geben und dann würde ich gern zum nächsten Themenkomplex übergehen. Und zwar der erste Hinweis kam aus dem Kommentar: Bei der Schnelllebigkeit des digitalen Wandels und der Lebensdauer der Gebäude sieht Günther Langer da ein Problem. Als persönlichen Kommentar könnte ich dazu sagen, es gibt ja Magnetbänder, die sind, soweit ich weiß, ziemlich langlebig. Aber natürlich ist die Aufbewahrungstechnologie da zu klären. Wir haben ein paar weitere Fragen, die werde ich nicht übergehen. Da gehe ich vielleicht am Ende, wenn wir noch Zeit für ein paar sonstige Punkte haben, ein. Also bitte die Kommentatoren nicht entmutigen lassen. Kurz der Hinweis zum Bauen im Bestand. Es gibt bereits Praxisbeispiele von Bauen im Bestand nach Cradle-to-Cradle-Prinzipien. Da ist ein Link zu in den Kommentaren. Ansonsten würde ich zurück an euch übergeben. Genau, also du hattest es ja schon gesagt. Wir würden uns dann mit Blick auf die Uhr zum nächsten Themenschwerpunkt begeben. Du hattest auch schon darüber gesprochen, das Thema Holzbau, ein elementar wichtiges, auch im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, auf nachhaltiges Bauen, auf modulares Bauen, auf Nachverdichtung. Und wir begrüßen sehr, dass der Holzbau eben erleichtert wird und finden auch die Vorstöße in der Präsentation, die du uns ja vorab hast, netterweise zukommen lassen, sehr gut. Bei uns kam die Frage nur auf,
warum ist es nicht in der Konsequenz umgesetzt, wie jetzt beispielsweise beim Nachbarland Baden-Württemberg, wo ich in Treppenhäusern und in notwendigen Fluren eben auch quasi schwer entflammbare Baustoffe und nicht nur nicht brennbare Baustoffe einsetzen darf. Warum ist da in dem Vorstoß jetzt quasi nur der halbe Schritt gemacht worden? Dazu kann ich nur spekulieren, weil es ja nicht mein Gesetz ist. Aber gerade was jetzt so den Fluchtweg angeht oder notwendige Treppenhäuser, da glaube ich, ist man vielleicht noch ein Stück verhaltener. Warum, kann ich auch nicht genau sagen, aber da will man vielleicht erstmal noch mehr Praxisbeispiele sehen. Also wir haben ja schon tolle Mustergebäude oder ganze Siedlungen, ja auch hier in München, die gut zeigen, was Holzbau alles möglich macht. Den kleinen Kritikpunkt, den ich da ja auch platziert hatte, war ja, dass man im Bereich der Brandschutznachweise es jetzt ein Stück weit erleichtert, den Baustoff Holz einzusetzen, obwohl er eine bestimmte Eigenschaft ja nicht hat, was dann eben die Feuerbeständigkeit ist. Das ist eine gewisse Schiefstellung oder jetzt quasi ja Benachteiligung von anderen Baustoffen. Das kann man jetzt wollen oder nicht. Aber hier bin ich halt für Neutralität. Der Staat hat neutral zu sein, was Baustoffe angeht, aus meiner Sicht. Ich glaube, da stecken im Holz große Chancen. Wir müssen uns halt immer auch ehrlich machen, wie bei Cradle to Cradle. Wir kennen alle Holzgebäude. Das Nachhaltigste ist das Holzblockhaus, was aus dem Wald, aus der Nachbarschaft gebaut wird. Da ist der CO2, was gebunden ist, alles drinnen. Wenn wir jetzt aber so bestimmte Holzbauweisen anschauen, was halt auch zum Beispiel Holzrahmenbauweisen sind, wo dann trotzdem Dämmstoffe drin sind und Gipskartonplatten drauf, das ist vielleicht nicht so nachhaltig, vor allem wenn die Holzkonstruktion, also der Anteil Holzmaterial ist ja da deutlich geringer, wie jetzt bei einem Blockholzhaus, sage ich mal. Und wenn das Holz dann noch aus Osteuropa kommt und wird auf großen LKWs rübergefahren, ist es halt von der CO2-Bilanz insgesamt nicht mehr ganz so gut. Aber ich glaube, da stecken Potenziale im Holz, definitiv. Die will ich nicht kleiner reden, als sie sind. Die sind definitiv da. Aber die Neutralität wünsche ich mir halt dennoch. Absolut nachvollziehbar. Du hattest es gesagt, mit Hinblick auf Holzrahmenkonstruktion. Das ist aber auch genau die Mischung, zu der es dann durch diese nicht 100% Umsetzung auch kommt, da ich immer nur ab Gebäudeklasse 4 eigentlich eine Holzhybridkonstruktion bekomme. In der Regel bekomme ich einen oder aussteifende Kerne aus Stahlbeton und dann eine irgendwie geartete Holzkonstruktion außen dran. Was dann wieder das Konzept Holzbau auch Lebenszyklus betrachtet wieder in Frage stellt. Und da würden wir uns einfach wünschen, auch als Änderungsantrag und als Forderung im Sinne der Lebenszyklusbetrachtung dem Baustoff Holz noch mehr Chancen einzuräumen. Natürlich mit einer gewissen Neutralität oder mit der Neutralität, dass es dann einfach allgemein für alle Baustoffe gilt, die Regulierungen, die dann unter bestimmten Umständen gelockert werden. Natürlich Brandschutz. Ich würde es nochmal anders auf den Punkt bringen. Wir würden den Holzbau gerne mit der Typengenehmigung verbinden. Aber verallgemeinern dahingehend, dass die Typengenehmigung, gut, im Holzbau gibt es da mittlerweile sehr viel an Modularem, wäre ein guter Ansatz. Generell sollte die Typengenehmigung mit höheren Standards verknüpft sein. Also was uns aufgestoßen ist in der Diskussion, war, dass dieses Thema Typengenehmigung aus der Industrie kommt und nicht unbedingt von den Planern. Und wir befürchten so ein bisschen, dass das Tür und Tor öffnet für relativ einfache, um nicht zu sagen einfallslose Bauten für die Zukunft und da einfach zumindest mal einen höheren Qualitätsstandard, Nachhaltigkeitsstandards mit reinzubringen. Da würden wir wirklich eine Chance drin sehen, eben auch dann für Sachen Cradle to Cradle oder ich denke da sehr viel auch an Kernsanierung beispielsweise. Ich habe Bauweisen in anderen Ländern erlebt, die haben ihre Betonskelettbauten, diese alle 10 Jahre mit einer anderen Außenfassade versehen. Wenn man sowas
mit typologischen Methoden wirklich nachhaltiger aufstellen kann. Ich denke, da wären wir auch schon einen Schritt weiter. Vielleicht noch ganz kurz ergänzend, wenn ich darf. Gerade deswegen auch der Übergang. Diese Holzbauweise ist ja, oder Holzbauweisen im Allgemeinen ist ja schon sehr weit im modularen Bauen, ist ja eigentlich der Vorreiter, was das modulare Bauen angeht. Und insofern sehen wir da die Typengenehmigung auch in der Pflicht, wie du gesagt hast, Innovation voranzutreiben und nicht einfach platt gesagt 0815 einen Freifahrtschein zu geben, sondern eine Vereinfachung für Innovation zu schaffen und nicht für trivial. Also das nehme ich gerne mit, dass ich vielleicht nochmal auch drüber nachdenke, und ich hirne da jetzt ja jeden zweiten Tag mittlerweile drüber. Man muss ja immer, wenn man jetzt eine Idee hat, muss man sie auch irgendwo dann in einen Artikel übersetzen oder in irgendeinen von den bis zu 600 Anhängen, die ja in der Bauordnung da sind. Ich glaube, das Thema Lebenszyklus könnte man gut aufgreifen, und da hat das Holz ja dann auch, sage ich mal, gute Karten, ne? Also dann ist es ja trotzdem neutral, also baustoffneutral gestellt. Und ich bin dabei, dass man gerade bei Typengenehmigungen, auch für serielle Bauen vielleicht, die Chance hat, um auch mal zu zeigen, Mensch, da könnte man vielleicht auch mal ein Bauteil doch einfacher wechseln. Ne? Also man kann vielleicht im Holzbau schwieriger mal Wände hin und her verschieben. Ne? Das ist natürlich schwieriger möglich, wenn man jetzt über flexible Grundrisse redet. Aber so die Hauptkonstruktion, warum nicht? Und wenn man dann sagt, Mensch, die Fassade, das könnte man jetzt auch mal irgendwie wieder anders gestalten und tauschen, mag das ja sogar ein großer Vorteil dann sein. Aber das liegt ja auch ein bisschen an uns Architekten und Ingenieuren, dass wir da dann auch diese Chancen aufzeigen und beweisen, dass das die höhere Qualität ist. Da sind wir dann wieder, Bauen ist halt leider kompliziert auf die Ebenen verteilt, da sind wir dann wieder in den Bauausschüssen vor Ort, dass der Qualitätsanspruch auch da sein muss und man halt nicht irgendein dahergenudeltes Fertiggaragen-Ding schön findet. Ne? Das liegt ja dann auch an denen, die das zu entscheiden haben, und das sind die Kommunalpolitiker dann wiederum. Aber ich nehme das mit. Das wäre die Frage, gibt es dazu gerade noch einen Punkt? Ja, gibt's. Die Frage aus dem Publikum, was genau ist mit der Privilegierung des Holzbaus gemeint, die wird in Kürze noch, also die war jetzt schon beantwortet. Ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass gleich noch eine Frage dazu kommt. In der Zwischenzeit möchte ich kurz darauf hinweisen, dass eine Zusammenfassung unserer Position als Architects for Future und auch eine Zusammenfassung dieses Gesprächs in Kürze online gehen wird, auf unserer Homepage münchen2020.org. Das wird dann da in 1 bis 2 Tagen abrufbar sein. Dann schiebe ich auch mal kurz einen Werbeblock ein. Die Sitzungen des Bayerischen Landtags sind aktuell ja auch übrigens in einem Livestream zu verfolgen. Also wer sich sowas mal gerne anschauen möchte, meistens dienstags während einer Sitzungswoche um 14 Uhr. Da kann man da auch mal reinschauen. Man kann da leider keine Fragen stellen, aber da kann man mal reinhören, wie da so der ein oder andere vielleicht argumentiert. Das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, zu solchen Themen da mal reinzuhören. Dann kam noch die Frage auf vom Luther Kohlbeck. Woher kommt jetzt eigentlich die 250.000 Grenze für diese neue vereinfachte Abschneidungsflächenregelung? Auf wessen Idee war das? Und wie ist es zu dieser Grenze gekommen? Das müsste man jetzt die Staatsregierung befragen, aber auch ich habe gute Quellen. Ich weiß zwar nicht, welche Fragen noch kommen, wie du, aber ich habe gehört aus bestimmten Kreisen, dass bestimmte Parteien sich gerade Sorgen machen um ihre Wählerschaft, insbesondere in der Großstadt. Also sehr große Parteien, die da vielleicht mal auch höhere Wahlergebnisse hatten, die machen sich gerade Sorgen und haben sich überlegt, Mensch, wo wohnen denn eigentlich noch unsere Wähler? Vielleicht weniger in der Innenstadt, vielleicht mehr am Ortsrand. Und da ist ja, das kennen wir aber ja auch, das ist leider symptomatisch. Und da müssen wir alle überlegen, wie wir das besser machen können, eben überhaupt nicht nur für Großprojekte auch zu werben,
und die Leute eben auch mitzunehmen, dass es auch Vorteile bringt, wenn man heute noch Großprojekte macht. Aber es ist ja manchmal auch so das kleine Bauvorhaben vor Ort. Und nichts ist natürlich schlimmer, wie wenn nebendran der Nachbar seine Garage vergrößert oder einen Wintergarten anbaut. Der könnte mir dann ja auf meine Terrasse gucken oder mit 2 Quadratmillimeter Schatten Sonne kosten. Und da habe ich eben gehört, dass bestimmte Parteien das eben so gewollt haben, damit man sich mit den noch vorhandenen Wählern, die dann vielleicht da eher privilegierten Einfamilienhäuschen am Ortsrand wohnen, nicht gar verscherzt. Ich sage natürlich nicht, welche Partei ich meine. Natürlich nicht. Gut, dann kommen wir zum letzten Themenkomplex. Das ist das Bauen im Bestand. Genau, das ist das Bauen im Bauen mit Bestand mit dem Überbegriff der Nachverdichtung, die ja mit der Frage eine sehr gute Überleitung das Thema Abstandsflächen als kritischsten oder ersten Punkt hat. Und dazu die erste Frage, die wir dazu hatten, hast du jetzt schon beantwortet. Jetzt schaue ich gerade mal als nächsten Punkt. War für uns noch ein extrem wichtiger das Thema der Stellplatzsatzung, die ja quasi in der Bayerischen Bauordnung referenziert wird. Und aus unserer Sicht ist das ein elementares Werkzeug, was Status quo den Bauen im Bestand, gerade innerstädtisch in Ballungsräumen, extrem verkompliziert, weil ich habe nicht die Möglichkeit, Stellplätze bedarfsorientiert auf Grundlage der Planung zu erstellen, sondern ich habe eine Mindestanforderung, die ich entweder ablösen muss oder herstellen muss. Das zieht aus unserer Sicht einen riesen Rattenschwanz hinterher. Ich muss mit Stahlbetonkonstruktion in die Erde gehen. Ich muss, kann gegebenenfalls nur unwirtschaftlich Umnutzungsprojekte umsetzen. Und da aus unserer Sicht der dringende Hinweis oder die Bitte, dass eben die Stellplatzsatzung eben auch mit angepasst wird und eigentlich auch in Extremforderungen, dass die halt auch berücksichtigt wird, dass ich da die Möglichkeit habe bedarfsorientiert zu bauen. Genau. Das wäre einfach die Frage, inwieweit das auch Thema schon ist im Gespräch oder. Also ich bekomme das, weil ich jetzt auch Gespräche eben viele geführt habe, gerade so mit Wohnungsbaugesellschaften und mit den Verbänden, die Wohnungen dann ja auch errichten. Es ist Kritikpunkt Nummer 2 nach Abstandsflächen gerade ist das Thema Stellplätze, weil wenn ich es nicht ermögliche über diese Mustersatzung und viele Gemeinden, Städte und Kommunen verweisen ja dann auch einfach darauf, wenn ich da nicht rangehe, dass ich mir überlege, vielleicht Studenten, ältere Menschen, vielleicht auch Gebiete, gerade der geförderte Wohnungsbau, das sollte man die Schlüssel, finde ich, radikal reduzieren, dass man die Möglichkeit schafft, dass man mit weniger Stellplätzen grundsätzlich auskommt, vorausgesetzt, man kann in irgendeiner Form ein Mobilitätskonzept hinterlegen. Heißt, wenn ich ein paar hundert Meter zu einer U-Bahn habe und bin in der Großstadt eben schon drinnen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gar kein Auto mehr hat heutzutage als Haushalt insgesamt, der da wohnt, ja relativ hoch. Das ist natürlich bei mir in meiner Heimatregion Oberfranken ein Unding, da würde ich jetzt gesteinigt werden für solche Aussagen, weil die sagen, bei uns fährt ja nicht mal ein Bus. Na, da braucht man dann vielleicht als Familie auch 2 Autos, um die Kinder in die Schule zu bringen, der andere fährt auf Arbeit. Aber gerade in den Ballungsräumen sehe ich da eine große Chance. Ich habe es selbst gesehen bei einem Projekt selbst, wenn man eine Tiefgarage eben nicht baut. Wir hatten mal ein paar hundert Studentenapartments in Bamberg realisiert. Und es war dann so an der Schwelle, brauchen wir jetzt eine 2. Tiefgaragenebene sogar. Die steht übrigens heute mehr als zur Hälfte leer. Aber es wurde darauf bestanden, dass die gebaut wird. Ein bestimmter Schlüssel musste, ich habe es nicht mehr im Kopf, wie groß der war, musste angesetzt werden. Böser Bauträger hat ermittelt im Studentenwerk Würzburg, Bayreuth und Erlangen. Also wir haben halt 3 Städte drumherum uns ausgesucht. Ne? Nicht böse Bauträger, Eigenbeschönigungszahlen vom Studentenwerk. Haben alle gesagt, bei uns braucht nicht jeder Studentenauto logischerweise. Haben auch deutlich niedrigere Schlüssel angesetzt. Wir mussten die Ebene trotzdem bauen. Ich habe dort selber ein Apartment, was mir gehört, was ich mal gekauft habe. Steht heute, und da bin ich eben ab und zu drinnen. Die eine Etage steht fast immer zur mindestens Hälfte oder so leer.
teilweise mehr oder zwei Drittel. Und man muss sich jetzt angucken, auch das ausgeführt, was das kostet. Und nicht nur die eigenen Zahlen, sondern eben ein Stellplatz, ein Tiefgaragenstellplatz, glaube ich, dass man unter 20.000, 25.000 Euro nicht bauen kann. Im Innenbereich von München zum Beispiel, mit, wo man links und rechts das Gebäude noch abfangen muss, wo es komplizierter einfach technisch wird, kann so ein Stellplatz auch mal 50.000 Euro kosten. Den kann man teilweise gar nicht sinnvoll vermarkten. Jetzt kann man sich fragen, na gut, was ist die ganzen großen Wohnungen? Also ganz ehrlich, Leute, das regelt dann schon ein bisschen der Markt. Wenn ich da oben irgendwo eine Penthouse-Wohnung habe, kann man davon ausgehen, dass der Eigentümer dort dann zwei oder drei Stellplätze haben will. Und wenn man das dann als Bauträger nicht baut, dann hat man halt ein Problem, weil dann kauft vielleicht gar keiner die Wohnung, wenn man nicht von seinem Aufzug dann halt bis hochfahren kann. Also das regelt dann schon irgendwo der Markt. Aber wir müssen uns eher, wir müssen immer fokussieren, wo können wir einen Beitrag leisten, dass auch das Bauen günstiger wird, dass die Herstellungskosten niedriger sind. Und da ist es für mich dringend geboten, dass wir die Stellplatzsatzung deutlich reduzieren, wirklich deutlich. Und das andere regelt sich dann von selbst ein. Und wenn dann eine Kommune trotzdem sagt, wir haben die Hoheit drüber und ich möchte trotzdem, dass halt jede Wohnung zwei Stellplätze hat, auch schon wenn es nur 60 Quadratmeter, zwei Zimmer sind. Ja gut, selber schuld, dann wird das Bauen halt nach wie vor dort teurer bleiben. In dem Zusammenhang auch noch mal das Thema Bauen im Bestand, wo der Stellplatzschlüssel ja auch ein Hindernis ist. Da gibt es auch noch andere Hindernisse aus unserer Sicht in der Planung. Ist es aktuell ja immer wieder die Regel, dass ich gerade in innerstädtischen Bereichen Gebäude abreiße und neu baue, aus diversen Gründen. Und häufig ist das Argument, oder in den meisten Fällen ist das Argument ein wirtschaftliches. Es wird häufig auch werden Gebäude abgerissen. Das sieht man bundesweit in vielen Großstädten, wo dann auch Brachflächen leer stehen als Spekulationsobjekt oder halt Gebäude, die theoretisch noch sanierbar wären, werden abgerissen. Da ich hier keine weitreichende Prüfung vorlegen muss, oder, ob ich sanieren kann. Und das hat uns auch gefehlt, weil natürlich mit dem Thema Bau, ein Abriss, Neubau immer sehr viele Ressourcen verbunden sind. Und wir würden uns da wünschen, dass eben das Bauen im Bestand mehr gefördert wird. Und dazu das Thema des Ersatzneubaus, das ja auch behandelt wurde, ist, denke ich, ein löblicher Ansatz, um quasi innerstädtisch in bestehenden Kubaturen mit Hinblick auf die Abstandsfläche neuen Wohnraum zu schaffen, neue nutzbare Flächen zu schaffen, aber schießt insofern in eine Richtung, wo Sanierung eigentlich noch unattraktiver wird, weil ich ohne große Nachweise zu schaffen oder Prüfungen zu schaffen eben abreißen kann und neu bauen kann. Genau, also da hätten wir uns vorgestellt, dass Sanierung vor Abriss nochmal wirklich ganz stark betont wird und dass man, wenn, um die Genehmigung für einen Abriss zu kriegen, dass man wirklich ein Gutachten vorlegen muss, dass ein Gebäude nicht mehr sanierungsfähig ist. Und in so einem Gutachten müsste auf jeden Fall zwingend CO2 auch mit einberechnet und eingepreist werden. Und hier auch trotzdem wieder, ich habe schon verstanden, dass du das nicht ganz so toll findest, im Vorfeld zu viele Beratungen, aber es ist halt schon so, es gibt viele Fachleute, die sich damit beschäftigen, was kann ich aus Bestandsbauten machen, und es gibt einen ganzen Haufen kreative Beispiele, und da denke ich mal, da sollte man schon das Potenzial, das wir an bestimmten Stellen haben, auch nutzen. Also da wäre wirklich die Frage, wie weit, beziehungsweise dass man da irgendwie verpflichtend noch was vorschieben sollte. Und dann noch ein Thema, das ist, glaube ich, Artikel 69 oder irgendwie sowas, da geht es um die Fristen von Baugenehmigungen. Jetzt noch zum Thema Beschleunigungen. Im Moment kann man sich 4 Jahre lang Zeit lassen, um überhaupt was zu machen. Und gerade bei den Ersatzneubauten, also in der städtischen Brache, ist das einfach ein wahnsinnig langer Zeitraum. Da würden wir uns wünschen, dass man sich da nicht so lange Zeit lassen kann, sondern dass da eben verpflichtend 2 Jahre nach Abriss
was passieren muss beispielsweise. Und ich habe auch gesehen, man kann die Baugenehmigung mit einem fristgerechten Einspruch ohne jede Begründung einfach nochmal beliebig um 2 Jahre jeweils verlängern. Das finde ich auch ein No-Go in dem Umfeld. Also ich denke mal, da sollte man, wenn man was verlängern will, zumindest eine stichhaltige Begründung liefern müssen und nicht nur fristgerecht irgendwie einen Standardzettel abgeben müssen. Also waren jetzt ja 3 Themen. Also zum einen fange ich mit dem Bauen im Bestand an. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass man zum Beispiel im Abstandsflächenrecht, wenn man jetzt ein Gebäude abbricht, vielleicht weil es auch gar nicht mehr wirtschaftlich ist, dass man dann vom Bestandsschutz her diese Kubatur wieder errichten kann. Das finde ich per se erstmal gut, weil das gerade in Innenbereichen immer wieder auch dann die Möglichkeit gibt, einfach verdichteter zu bauen. Jetzt bin ich aber dabei und ich mache seit 15 Jahren nichts anderes als Bestand zu sanieren. Ich habe mir gerade selber ein neues Haus gekauft, um jetzt so mal den persönlichen privaten Lebenstraum zu erfüllen, ein altes Jugendstilmehrfamilienhaus, was ich ausbaue. Und da lasse ich mich vorher sehr viel beraten von meiner Energieberaterin, von meinem Statiker, wie kann ich das jetzt wie effizient machen, bauphysikalisch etc. etc. Also ich bin überhaupt nicht gegen Beratung. Ich möchte es halt nicht zwingend verpflichtend irgendwo geregelt haben. Es gehört zum normalen Geschäft dazu, dass wir als Architekten auch Kunden darauf hinweisen, was man da alles machen kann, was man alles muss. Weil ein Aspekt, den wir jetzt nicht besprochen haben, bisher ist ja auch immer der steuerliche und der finanzielle, wie wir Anreize auch geben. Nicht nur jetzt bei energetischer Sanierung, aber Bundesregierung stellt ja von Gesetzgeberseite her beispielsweise steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zur Verfügung, bewusst, wenn man Denkmäler saniert oder eben im Gebäudebestand tätig ist in sogenannten förmlich festgelegten Sanierungsgebieten. Und dieses Instrument nutzen manche Kommunen auch nicht so oft, weil dann ist es nämlich schnell auch lukrativer mal zu kompensieren, dass vielleicht es jetzt teurer ist, diese Konstruktion zu erhalten. Sagen wir mal, ein aus 100 Jahre altes Industriegebäude mit schönen, wunderschönen Säulen, mit tollen Raumhöhen, mit großen Fenstern, tollen bauphysikalischen Eigenschaften, oftmals mit noch 80 cm, 1,20 Meter tiefen Vollziegel, Außenmauerwerken, die tolle bauphysikalische Eigenschaften haben, was auch Wärmeschutz hat. Und da gibt es ja auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, weil man kann dann kompensieren, Mensch, jetzt muss man diese Bauteile ertüchtigen und nochmal ummanteln, damit der Brandschutz passt. Das ist dann schnell mal teurer, wie wenn man es neu bauen würde. Aber so kann man nicht nur den Charakter, das baukulturelle Erbe erhalten, sondern hat eben auch dann die Kosten einigermaßen kompensiert, weil man sie dann wieder steuerlich geltend machen kann und kann sie erhöht abschreiben nach dem Einkommensteuergesetz. Das Instrument fände ich da auch, darüber berät man auch viel zu selten. Mag auch nicht jede Kommune, weil es ein bisschen mehr Arbeit ist, wenn man sich mit solchen Komplexitäten dann befasst. Aber es finde ich auch ein ganz tolles Instrument, um da eben mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und man dann auch den Gebäudebestand schneller mal erhalten kann. Und sonst, dritter Punkt, bin ich da gerne dabei, dass man auch, wenn dann schon nachweisen soll, wenn man zum Beispiel steuerliche Abschreibungen hätte oder es ein Denkmal ist oder wie auch immer, gut, da geht es eh nicht so einfach, aber wenn man das dann schon abbrechen möchte und möchte dann mit dieser Regel punkten, dass man die Kubatur wieder erhält, dann sollte man schon auch einen Nachweis vielleicht bringen, kann ich mir durchaus vorstellen, sowas damit aufzunehmen, warum man das jetzt abbrechen möchte, dass man zumindest beweist, das zu erhalten, das zu ertüchtigen und es gibt vielleicht keine Abschreibungsmöglichkeiten, ist vollkommen unwirtschaftlich, damit man zumindest sich da mal drüber Gedanken macht und die Hausaufgaben hat. Der letzte Punkt noch, Fristen, Entschuldigung, ist auch noch wichtig. Ich finde, da bin ich dabei, wenn man eine Baugenehmigung erhalten hat und versucht dann zu spekulieren und lässt es einfach liegen und hat das Baurecht, gerade in den Städten, wo wir Wohnraum brauchen, da finde ich, kann man durchaus mal dafür sorgen, dass die Fristen verkürzt werden. Das ist, Klammer auf, auch ein Änderungsantrag, den wir stellen. Da hier bestimmt auch das Bauministerium schon heimlich mithört, verrate ich immer noch nicht, welche Frist wir uns vorstellen, aber dazu haben wir auch was schon. Okay. Wir ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt langsam an einem Punkt angelangt, wo wir uns dem Ende nähern sollten. Deshalb noch eine letzte Frage aus der Kommentarsektion, vielleicht ganz kurz beantworten. Was sind deine Gedanken zum Thema klimaangepasstes Bauen? Das wäre jetzt aber eine sehr lange Frage eigentlich. Das kurz zu machen wäre eine große Kunst.
Aber ich glaube, diese ganzen Themen des nachhaltigen Bauens, also das fängt für mich bei Cradle to Cradle an, das geht darüber, da müssen auch wir als Architekten vielleicht ein bisschen mehr manchmal machen, was die Außenraumgestaltungen angeht, Grünflächen, Frischluft, Schneisen ist immer so ein plattes Wort, was man gerne wegschiebt, aber auch das ist essentiell für eine Stadt, dass man vielleicht Innen- vor Außenentwicklung als Grundsatz ernst nimmt, auch und bitte immer auch mit den Kommunalpolitikern in diesen Fragen sprechen, weil die geben dieses Baurecht dann vor Ort. Muss man jetzt da wirklich dieses Baugebiet ausweisen? Ist es vielleicht sinnvoller, hier eine Abrundung zu machen? Das sollte man vielleicht weiterhin schneller machen können. Das stellt sich unser Bundesbauminister gerade anders vor. Der möchte das nicht mehr haben. Bisher kann man so ein Hektar Bauland, was ortsangrenzend ist, vereinfacht ausweisen. Macht ja Sinn, da es in einem urbanen Kontext noch ist, wie wenn ich da drüben auf der grünen Wiese was komplett Neues mache mit 10 Hektar und dann die Hälfte nicht bebaut wird oder darüber spekuliert wird. Also da gibt es viele Punkte, die man angreifen kann. Für mich ist immer wichtig, bitte echte Nachhaltigkeit zu denken. Eben für mich ist immer das Gegenbeispiel Styropor-Dämmung. Das ist einfach, also von vorne bis hin, Cradle to Cradle, wie kann ich es am Schluss entsorgen und wie ist es herzustellen? Und da wird Digitalisierung halt eigentlich auch ein toller Nachhaltigkeitsschritt dazu. Aber da könnte ich jetzt noch sehr lange dazu reden. Glaube ich gerne. Gut, damit würde ich zum Ende kommen. Nochmal der Hinweis, die Zusammenfassung des heutigen Gesprächs wird auf münchen2020.org landen in wenigen Tagen, ich schätze mal im Laufe des Wochenendes. Bitte nicht zu ungeduldig. Wer im Publikum noch bei uns mitmachen möchte, bei den Architects for Future, geht auf die Homepage, die gerade in den Kommentaren gekommen sind. Da gibt es Mitmachsektionen. Wir beschäftigen uns auch, oder wir sind als Ortsgruppe auch hervorgekommen, aus dem Ortsverband der Gruppe Cradle to Cradle in der Bausektion. Also wenn ihr Interesse habt, euch mit den Themen klimagerechtes, kreislaufgerechtes und gesundes Bauen zu beschäftigen, dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir haben einmal im Monat Stammtische, je nach Corona-Situation in live oder in digital, wo wir uns austauschen mit interessanten Input-Vorträgen und Diskussionen und wo wir eben solche Events wie dieses hier vorbereiten. In diesem Sinne, Sebastian, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du die Zeit für uns genommen hast. Wir sind alle gespannt, was am Ende bei der Novelle der Baibu rauskommt. Wir hoffen, dass es im Sinne des nachhaltigen Bauens und des kreislaufgerechten Bauens erfolgen wird. Und dann wünschen wir noch viel Erfolg für die weitere Arbeit. Und in dem Sinne auch an unsere Zuschauer, vielen Dank für die Fragen und fürs Zuschauen. Noch einen wunderschönen Abend.